weiter geht's hier unten zum Schiff und ja, dann starte ich die jetzt einfach mal, ja? Mhm. Ein Messer im Dunkeln. Das ist die nächste Mission. Ich schaue gerade nebenbei auf dem Handy ein bisschen, was es eigentlich für Echtzeitstrategiespiele gibt, die eine Koop-Kampagne haben. Der Dawn of War, glaube ich. Ich glaube, ich weiß nicht, hat Dawn of War 3? Das weiß ich nicht. Eine Koop-Kampagne? Weil das wäre ja geil. Dawn of War 2 hat, glaube ich, zum Teil Koop-Kampagnen. Bin nicht sicher, ob das... Ja, doch, das habe ich mal früher mit dem Daniel Mantewski, habe ich das mal eine Zeit lang... Aber hat das auch die Story-Kampagnen im Koop? Ich glaube schon. Weil das da... Das ist Zweier, ja. Also, aber auch vom Add-on? Da gab es ja mehrere, da gab es doch dieses... Zwei Add-ons, genau. Da gab es doch Dawn of War 2 und dann gab es auch Chaos... Wie hieß das? Nee, da gab's Chaos Rising und Retribution oder sowas genau. In der Richtung. Und die Hauptkampagne war ja nicht so der Hammer. Die, war die Segelspiere erlaubte aber die den Ulfung, ja zuvor unzugängliche südliche Küsten zu erreichen. Jedoch waren die Gewässer der Schlangenbucht noch immer vom Imperium schwer bewacht. Der Händler Fardain wusste, dass viele der Wachschiffe in den Gewässern zwischen Thule und den imperialen Grenzen ihre Segel im Hafen von Flevum setzten. Unbehelligt ging die Wölfin in den Küstendünen an Land und schickte sich an, den strategischen Hafen in einem verheerenden Überraschungsangriff lahmzulegen. Ah, heiteres Wetter und ein Weg gen Blutvergießen. Ein toller Tag für eine Schildmaid. Sie hat Spaß. Nee, also die Kampagnen von Red Alert 3 und von Command & Conquer 4 sind auf jeden Fall koopfähig. Bei den Kampagnen von dem Dawn of War Add-ons müssen wir mal gucken. Die habe ich aber beide auf jeden Fall auf der Platte. Ich wollte die nämlich immer mal spielen, weil die, wie gesagt, die sollen ja eigentlich besser sein als die von Dawn of War 2. Da haben sie ja, bei Dawn of War 2 haben sie ja eigentlich ein cooles System gebaut. Und dann aber irgendwie aufgehört, nachdem sie das System fertig hatten. Und haben dann irgendwie keine Mühe mehr mit den Missionen gegeben. Ja, das war ein bisschen schade. Ja. Aber die Add-ons haben sie dann angeblich rausgerissen. Aber ich habe nie die Zeit gefunden, die Add-ons dann auch mal zu spielen. Ich glaube, das ist Chaos Rising, das habe ich schon gespielt. Und das Neue weiß ich nicht, wie es da mit Koop aussieht. Ja, mal gucken. Das ist ja auch, das hat mir Maurice erzählt, das ist ja doch wesentlich mehr auch eigentlich auf den Singleplayer ausgerichtet, als man jetzt vielleicht so den Eindruck haben könnte, weil das war ja sehr so von wegen, hier gucken wir unseren neuen Multiplayer an, der hat so MOBA-Elemente, aber da sind zum Beispiel verhältnismäßig wenig Maps auch drin. So wichtig, wie sie selber in ihrer eigenen Berichterstattung das oder in ihrer eigentlich eigenen Veröffentlichung von Sachen gemacht haben, ist der Multiplayer gar nicht, glaube ich, bei dem Ding. Oder zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht dann irgendwie durch DLC-Inhalte oder so. Aber. Ja, das wäre ja schon schön, wenn das vielleicht ging auch. Maurice meint auch, ist echt super. Also, viel Spaß. Ich fand's halt ein bisschen so. Ich bin gestorben, ich bin tatsächlich gestorben. Von diesen scheiß Krabben. Was the fuck, ey? Ja. Kann ich dich jetzt wiederbeleben? Du kannst mich wiederbeleben. Ja, dann mach ich das mal. Das hab ich noch nie gemacht. Mist, hier, Schild mein. Wenn die Krabbe tot, einfach draufbleiben. Ah ja. Tada! Dankeschön. Haben sie dich umringt oder was? Ja, das? Und irgendwie haben mich dann tatsächlich die Krabben. Also, hallo, Krabben. Ja, das siehst du mal. Urlaubsfutter ist das doch. Am Anfang hier die Fähigkeit ein bisschen zu nutzen. Ja, das Dawn of War 3, also am Anfang war ich total heiß drauf und dann habe ich ein paar Bilder gesehen und dann fand ich so schrecklich bunt. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt mal ein bisschen in Bewegung gesehen und ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen täuscht mit dem Bunt. Also ob das nicht auf Bildern mehr so wirkt, weil sie die natürlich auch immer sehr effektvoll hauen. Aber dir hat es ja bei Halo Wars auch nicht so gefallen, dass es bunter geworden war, oder? Ja, eben. Ich habe mir da mit der Orientierung fast ein bisschen schwer getan.
Weißt du, was mich hier so kickt bei den Krabben? Das sind deren Stoßangriffe, deren Rammangriffe. Die hauen mir hier voll die Lebenspunkte runter. Das ist total krass. Bist du auf Fernkampf? Ja, aber die kommen so schnell an. Das war knapp. Zu knapp. Oh, ich geh weg. Voll fies. Die ist schon tot. Und das wusste ich ja auch gar nicht, so habe ich gar nicht mitbekommen, dass das Halo Wars 1 ja auch eine Koop, also die Kampagne geht ja wohl auch komplett im Koop. Ja, ja. Das wusste ich nicht. Also ich habe es nicht im Koop gespielt, aber wusste ich. Ich bin echt überrascht. Also beim 2 hatten sie es ja angekündigt. Aber ich dachte halt beim 1er, dass das zwar den so Multiplayer oder Skirmish im Koop gehen, aber dass auch die normale Kampagne im Koop geht, hat mich dann. Hat mich dann echt überrascht. Ey, die, also die. Hast du das noch für die 360? Das Halo Wars. Das 1er. Ja, das habe ich letztens auf der Xbox One nochmal gespielt. Ich habe es jetzt aber auch, weil ich diese Ultimate Edition habe von Halo Wars 2, habe ich es jetzt auch für Windows 10. Also das erste Halo Wars. Mhm. Da war das doch dabei. Da habe ich erstmal ewig gebraucht. Ah, stimmt, das habe ich ja auch. Siehst du? Da habe ich mich ewig gebraucht, bis ich geschnallt habe, wie das überhaupt funktioniert, die Sachen freizuschalten. Also wie man das aktiviert, weil es wurde immer angezeigt, als hey, ist in ihrem Besitz, aber ich konnte es irgendwie nirgendwo laden. War ein bisschen irritierend. Ja, der ist ja Windows Store und In-Game irgendwas kaufen, das ist irgendwie total schwer. Das kommt jetzt aber auch für Steam, glaube ich, also morgen. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist es sogar schon da. Also am 20. April wurde es für Steam veröffentlicht. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das ein paar Leute mitbekommen auf Steam, weil das ist so ein tolles Strategiespiel, macht so einen Spaß. Wahnsinn, ja. Also, mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, also was ich besser finde als bei Halo Wars 2, sind jetzt nicht unbedingt die Missionen, die finde ich tatsächlich bei Halo Wars 2 besser, auch wenn es einfach vielleicht 5 oder 6 mehr hätten sein müssen. Ich fand Halo Wars war vielleicht ein bisschen zu kurz. Aber so die Zwischensequenzen ist bei Halo Wars 1 halt viel geiler, weil du halt nach jeder Mission so eine geile Render-Sequenz kriegst. Das ja, cool. Ja. Ja, der das Michi, der hat ja auch erzählt, der hat das nur gespielt auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, um diese Cutscenes zu sehen. So habe ich früher Command & Conquer gespielt. Und auch nur deshalb. Das reicht mir aber auch bei Strategiespielen. Also, ich will dann halt sehen, okay, wie geht's dann weiter? Nee, aber die sind echt toll, die sind kinoreif. Ja. Ich habe als letztes Wochenende, weil es auch so schlecht Wetter war, dann habe ich halt auch mal bei Amazon Prime oder bei Netflix rumgeklickt und da gab es diesen Halo-Film. Welchen denn? Es gibt ja etliche. Forward Until Dawn und so. Achso, das ist ja das, was als Serie immer ausgestrahlt wurde und dann. Das habe ich ja gar nicht ertragen. Das war ja irgendwie so ein Live-Action. Ja, ja. Aber also, du, und der, mit lauter Kindern. So. Ja, genau. Das ist insofern ist es geil, als wenn du dann Halo 4 danach spielst, weil die Hauptfigur davon ist ja dann später der Captain von diesem großen Infinity-Raumschiff. Und dann ist es so, Lancey oder wie der heißt. Dann weißt du quasi, wo der herkommt und wie der das erste Mal den Master Chief da sieht und auch das erste Mal die Aliens überhaupt sieht. So lange habe ich halt gar nicht durchgehalten, weil ich fand das am Anfang so schrecklich. Vor allem, weil der wohl ein recht niedriges Budget hat. Total. Also die mussten ganz viel tricksen. Und du siehst halt eigentlich, dass sie irgendwo im Wald vor London rumfahren oder so. Das ist schon ganz schön grenzwertig. Und dieser Warthog oder da dieser Jeep. Ich glaube, das war noch das teuerste an dem ganzen Ding. Ja, ja, Wahnsinn. Aber die Forward Until Dawn, also wie gesagt, das war eigentlich so eine Webserie, glaube ich. Mhm, okay. Und die ist aber, wenn man sie am Ende dann durchgeguckt hat, ist die sogar im Verhältnis zu den anderen Sachen, die es so gibt, von den Halo-Serien und Filmen und so, ist die gar nicht so schlecht. Weil es kam doch dann noch dieser, das war tatsächlich ein Film, dieser eine Halo-Film mit dem Hauptdarsteller aus dem Halo 5, der Schwarze da, der auch den Luke Cage spielt in der Netflix-Serie. Mhm. Der hat da den, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Oh Mann, ey, diese blöden Aufladangriffe von dem.
Und der war, also der war katastrophal schlimm. Da wollten sie halt irgendwie so einen Film mit so, ja, also wo es um den Charakter der Leute gehen sollte, drehen. Und konnten das halt überhaupt nicht vermitteln. Also es war ganz, ganz schlimm und es gab keine Action und fürchterlich. Das sollte so ein bisschen so Pitch Black mäßig sein. Okay. Du hast dich mit der falschen Schildwand Alter, angelegt. So ein Scheiß. Unglaublich. Dagegen ist das Forward Unto Dawn echt okay. Also ich habe es letztens auch nochmal auf Netflix geschaut und dachte so, also im Vergleich zu dem anderen Ding, ey, ist das gar nicht so schlecht. Und dann gab es ja noch diese Kurzfilmsammlung, die so ein bisschen ist wie die Animatrix, wo es irgendwie so 10 so Kurzfilme oder so, weiß nicht genau, wie viele das sind. Und immer mit einem anderen Zeichenstil und immer aus einer anderen Perspektive und immer, also immer andere Geschichten halt. Sowohl von den Menschen als auch von der Allianz. Mhm. Und dann gab es jetzt letztens noch den Film, der im Grunde genommen das erste Buch erzählt, The Fall of Reach. Wo erzählt wird, wie die Spartaner ausgebildet werden, also und als Kinder entführt werden und wie sie dann quasi ihren ersten Einsatz da, oder nee, erste Einsätze nicht, aber doch, ich glaube, die ersten Einsätze sind auch bei, aber dann halt auch der Fall von Reach und so. Aber ich glaube, der ist auch nicht so wirklich gut. Das wusste ich alles gar nicht, dass da erstmal das so viel Zeugs da gibt. Ja, ich habe aber sogar ein paar von den Büchern gelesen und die haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Also nicht so scheiße gewesen. Ey, die machen mich hier voll fertig. Ist nur. Ehrlich gesagt, verdirbst du mir die Laune. Wow. Besser als nichts. Alter! Was ist hier los? Ich dir helfen. Naja, ich glaube, du bist zu weit von mir weg. Wenn dir was passiert, dann. Ich bin auch ganz woanders. Habe ich keine Chance. Komme ich gar nicht hin. Das ist ja irgendwie voll. Ich werde euch noch den rechten Weg legen. Auch noch eine Krabbe. Also die Krabben sind echt. Ach, jetzt könnte ich mal die. Meine Aufladung, meine Wut mal benutzen hier. Für die Krabben oder was? Ja. Oh nein, jetzt bin ich tatsächlich gestorben. Die hat mich erwischt. Ich werd bescheuert. Ist nicht zu fassen, ey. Komm schon. Pfff. Ja, nee, also wie gesagt, das... ich mag ja das Universum eigentlich ganz, ganz gern, aber die haben leider halt auch mit den, ab dem vierten Teil dann auch einfach das so ins Absurde gedreht, so übertrieben. Das ist... War das Vierer auch noch immer gut, oder was? Das Vierer ist schon ganz cool. Also die Spiele an sich sind auch als Spiele ganz okay, obwohl ich das Fünfer jetzt echt teilweise dann gerade nach hinten raus echt schwach fand. Der Anfang ist cool, aber nach hinten raus ist echt schwach. Aber das Vierer ist eigentlich durchweg als Spiel noch echt super. Aber ey, die hatten noch nie ein gutes Händchen darin, ihre Geschichte, die ja eigentlich recht komplex und umfangreich ist, oder ihr, sagen wir mal, ihr Universum, gut in die Spiele selber mit einzubauen. Das haben sie nie so gut innerhalb erklärt bekommen und beim Vierer haben sie halt da echt den Vogel abgeschossen. Und die kriegen das nicht mehr auf Kette. Die haben jetzt so übertrieben mit den Geschichten und das auch immer nur noch so ein von einem Cliffhanger zum nächsten. Also die Spiele sind nur noch da, um ein Cliffhanger zum nächsten Teil zu sein. Das merkst du halt von vorne bis hinten. Das nervt so ein bisschen. Also eigentlich bräuchte diese Serie einen kalten Neustart. Also Story wieder alles zurücksetzen und nochmal von vorne erzählen. Weil du kommst auch nicht mehr rein. Also klar, es gibt so ein paar Experten, die da alles vielleicht noch wissen, was da so passiert ist und das auch irgendwie einschätzen können oder zumindest Tobi auch verstehen, welche... Nee, Tobi auch nicht. Also er sagt auch, ab einem gewissen Punkt sieht er auch nicht mehr durch. Weil es gibt auch, es ist auch so ein bisschen so, ein gewisser Teil der Information steht nicht fest. Das ist halt ganz viel Spekulation, was es dann wohl sein könnte. Und da wird dann natürlich in den Fanforen viel drüber spekuliert. Aber dann geht das nicht auf? Hier ist noch ein, ja, nee, doch nicht. Ich dachte. Ich glaube, das ist gar nicht der Weg dahin. Da wird viel drüber spekuliert, aber es ist auch ganz viel im Unklaren. Und ganz viel, ja, eben, also wirklich eiskalte Spekulation. Und das ist halt wirklich, ich meine, für so ein Spiel, was denn so eine 4-Stunden-Kampagne hat, ist es einfach zu viel. Also. Das kann sich dann nicht mehr gut erklären. Das frustriert schon so ein bisschen. Also am Anfang war das ja alles noch
ganz spannend, wie da wohl alles zusammenhängt, aber inzwischen ist es so übergroß geworden. Das nervt halt einfach ein bisschen. Oh, was ist denn hier? So ein Sandloch. Hast du gesehen? Hier wird man reingezogen. Der tausendjährige Warlock, oder wie der heißt, hier von... Oh, von kommt wieder raus und Schaden nimmt man auch noch. Ja, ist ja geil. Von Star Wars hier. Sandgrube. Sarlacc. Sarlacc, so rum. Genau. Sarlacc hieß es. Wie taugt dir der Star Wars Trailer? Oh, ich fand den total scheiße. Ich fand den so öde. Er war nicht besonders spannend. Nee, gar nicht. Also, ich bin auch, also das, der hat gar nichts ausgelöst. Hat Michi auch gemeint, der war irgendwie du total, wirst mich total nicht kalt gelassen. Erdloch. Echt total strange. Da hat mich ich muss auch sagen. Ja. Nee, ich bin ja ein riesen Star Wars Fan schon immer, mein ganzes Leben. Und ich muss aber echt sagen, dass das halt einfach zu viel auch ist. Weißt du, wenn du jetzt bekommst du jetzt 6 Jahre lang, bekommst du jetzt jedes Jahr so einen Film um die Ohren geballert. Und jetzt sind wir erst im dritten Jahr quasi, weißt du? Und man merkt halt einfach schon, weißt du, früher hast halt jahrzehntelang gewartet. So ungefähr wusstest nicht, kommt überhaupt noch was. Ja. Und so, und jede Information, rar, und jetzt hat. Jetzt überschütten sie dich halt einfach, ja. Weißt du? Und ich finde, also, zu viel ist halt nie gut. Ich meine, was ich jetzt zum Beispiel an dem Trailer ich halt gut fand, das fand ich halt an Episode 7 so ein bisschen schwach, dass da halt gar nichts Neues ins Universum reinkam. Ja, ja. Das war halt so Fanservice. Ich meine, die Leute haben ja früher mal gejammert, dass halt nicht die alten Raumschiffe waren und so. Gell? Also ja. in den Teil 1 bis ja. 3, dass da halt keine X-Wings gab und so. Gell? Aber das fand ich halt an Teil 7 so schwach, dass da quasi kein einziges neues Raumschiff oder sowas vorkam. Gell? Das kannte man alles schon und so. Und deswegen fand ich auf einmal Teil 1 bis Teil 3 so toll, weil da eigentlich alles von der Kulisse im Hintergrund bis vorne nur neue Sachen. Ja. Gell? Und jetzt finde ich in diesem Trailer, da sieht man ja schon, wo die da durch die Wüste fliegen. Diese Fighter kennt man nicht. Und da in dieser All-Sequenz, die da kurz kommt, da ist auch irgendwie so ein Raumschiff. Ja, das ist so eine Art neuer Blockade-Runner. Ja, ja, so also genau. Irgendwie sowas. Also da kannte man schon mal zwei Raumschiffe nicht. Und ich meine, TIE, also X-Wing und Millennium Falcon gab es trotzdem. Also das fand ich aber schon mal ganz interessant, dass sie wenigstens jetzt schon mal neue Raumschiffe einführen. Ja. Allerdings so, mein Gott, war wirklich nicht viel zu erkennen. Aber es war ja auch nur der Teaser, nicht der richtige Trailer. Ja, es war noch kein richtiger Trailer. Vielleicht war das auch so ein bisschen so dieses Ding, dass das, der war vielleicht auch ein bisschen zu lang, weil man hat ihn als Trailer wahrgenommen und eigentlich ist er nur der Teaser, wie damals dieses Mini-Ding, was sie beim ersten hatten und das wirkte besser, weil es so ja, wirklich so super kurz war. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist für einen Teaser eigentlich viel zu lang. Ja. Also man, ja wahrscheinlich ist dann, aber wahrscheinlich ist man dann enttäuscht, weil wahrscheinlich der Trailer, der dann irgendwann mal kommt, in 2 Monaten oder so, der ist dann wahrscheinlich nicht viel länger. Ja, das kann sein. Da sind halt dann noch 2, 3 Szenen reingeschnitten und dann war das der Trailer. Ich fand es ein bisschen blöd, dass der genauso anfängt wie der Teaser zum Sima. Also mit dieser Erschrecksequenz, weißt du? Erst so. Ach so, das war damals mit dem Finden. Ja, ja, genau, das war so, ja, oh Leute, ja. Ernsthaft, ihr macht wieder eine Wiederholung rein von einem Stilelement. Das hatten wir doch, dafür war doch der 7. da. Es war ja auch okay. Also mir hat der 7. ja auch gefallen, weil er eben einen so ein bisschen abgeholt hat und weil er so ein bisschen so dieses, oder ich hatte zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass sie damit mehr oder weniger alles abhaken und dann jetzt anfangen können, wirklich neu zu starten. Also auch mit dem super Sternzerstörer, super Todesstern und sowas alles ist so, okay, gut, haben wir das erledigt, sowas kann jetzt nicht nochmal kommen. Sie können jetzt nicht nochmal eine Todesstation irgendwo hinsetzen. Gut, wahrscheinlich können sie es am Ende schon, aber das war so, okay, ist in Ordnung, kann man so machen. Hab genug Bilder gesehen, hab den auch wirklich gerne gesehen. Ich finde auch immer noch, dass die erste halbe Stunde, also das auf Jakku oder Jakku, ich finde, das ist das beste Star Wars. Also das sind die besten Szenen, die Star Wars so im Kino hat. Diese Musik, diese große Wüstenlandschaft, wie sie da runterrutscht auf dem
auf diesem Schlitten und ja, so, da ist die Bildkomposition, das ist alles so toll. Auch der Fun, den das macht, irgendwie die beiden dann quasi beim Kennenlernen zu beobachten. Das ist genau so dieses, wofür eigentlich Star Wars steht. So ein bisschen leichtfüßig, trotz der Bedrohung, die es da gibt. Und auch ist fast so ein bisschen Indiana Jones. Ja, genau, auch. Genau. Also die Art von Filmen halt, wie früher. Auch diese Instant-Freundschaft zwischen denen irgendwie. Dieses sofortige irgendwie Vertrauen einander. Und weil ist ja auch ein bisschen wie mit Han und Luke, die irgendwie sofort Buddies sind, obwohl sie sich irgendwie 5 Minuten kennen. Also, ja. Was ja total albern ist eigentlich. Aber es macht halt Spaß und man ist sofort mit denen drin. Und auch der Humor ist so geil. Also, ich meine, einfach diese Szene mit denen. Was ist damit? Nein, das ist Schrott. Und dann irgendwie so gut. Also, so ein Spaß. Auch sie als Figur, als starke weibliche Figur, so gut etabliert, ohne dass es jetzt irgendwie anstrengend sein muss oder bemüht, so dieser Kampf da mit den Gaunern da. Also ich meine, sowas, oh, jetzt sind tatsächlich mal meine Taschen voll. Das hätte ja auch nach hinten losgehen können. Also es hätte ja auch so, oh, jetzt guck mal hier, jetzt haben wir eine weibliche Heldin und jetzt zeigen wir mal und machen das ganz unbeholfen. Aber es macht's ja toll. Also führt die Figur ja so toll ein. Ganz kurz hast du gesehen, da ging gerade in der Cutscene diese Tür auf. Oh, haben wir das geschafft? Dann gehen wir doch da mal hin. Ja, aber das ist nicht da hinten. Die Tür ist irgendwie woanders. Das in war der nicht Höhle, wo wir vorher waren. Ah, okay, ich glaube, wir müssen da einmal unten rum. Ich hatte nämlich den zweiten Hebel auch gefunden gehabt und umgelegt. Weiß nicht, war das hier? Doch, hier geht's weiter, genau. Hier hinten, ja. Da geht irgendwo in so eine Höhle rein. Ja, stimmt schon. Also das war wirklich gut an Teil 7, der Anfang. Da hat mir auch diese ganze Musik gefallen und sowas. Also es war wirklich, ich war so baff gewesen. Nach hinten raus hat er mir nicht so gut gefallen, weil es einfach, warte mal, das ist noch eine Höhle zu früh, weil zu viel Wiederholung war und so. Und auch so ein bisschen gehetzt und ein bisschen bemüht. Ja, da passiert nun mal viel, ja. Das geht so holter die Polter. Ja. Auch die Kämpfe und so sind nicht sonderlich spannend, gerade die Raumkämpfe. Also im Vergleich zu dem Raumkampf jetzt, auch wenn es nur kurze Szenen war, bei Rogue One, also die haben mir so gut gefallen. Diese Szene, wie sie aus dem Hyperraum kommen und dann diesen Kampf da über dem Planeten. Also das hat mir so irre gut gefallen, die Optik davon, also wie das einfach aussah. Ja, das war bei Rogue One, das war halt die Stärke, die Kämpfe. Es war ja echt auch nur ein Kampf, der Film. Kein Krampf, ein Kampf. Ja. Nee, also den fand ich auch... Warte mal, Rogue One fand ich auch ziemlich gut eigentlich. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich was zerstören kann. Irgendwas Kleines. Meine Taschen sind voll. Ich habe irgendwie zu viel kleinen Busch. Meine Taschen sind voll. Jetzt eingesammelt? Ah ja, genau. Ich wollte nämlich den Griff hier mitnehmen von der Waffe. Will ich auch. Genau, nee, und wo war ich denn? Genau, und dann kam der... Und jetzt kam dieser Teaser-Trailer und erstaunlicherweise hat er mich ganz schön kalt gelassen. Aber es gibt noch ein bisschen was rund ums Thema Star Wars zu erzählen und das machen wir in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.